Heute, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Und heute drehen wir ein kleines Video über die neue Premium Gold, die angekündigt wurde. Also die Premium Gold Edition wurde ja schon vor einiger Zeit angekündigt. Jetzt hat es auch die ersten Infos zu Garten gegeben. Und zwar, dass jetzt Giant Hand und Dick Wortzack, die vormaligen YCS-Promos, in dem Set erscheinen. Wann kommt die raus? Im März, oder? Kommt im März. Ja. Die Leute leiden, vor allem die, die sich Giant Hand gekauft hatten. Karte ist jetzt natürlich nicht mehr das wert, was sie sich vorgestellt haben. Ja. Aber so ist es. Irgendwann, früher oder später, müssen die Karten natürlich mal kommen. Es ist ein großes Set. Es gibt einige Reprints. Es wird Karten bei uns geben, die es vorher noch nicht bei uns gab. Das Set wird sehr stark. Die ersten zwei Karten sind jetzt bekannt. Nachdem Konami ja beim letzten Premium Gold schon mal die Chance genutzt hat, um einige Reprints bzw. Errata-Karten rauszubringen, die von der Bandlist kamen, gibt es dann natürlich Kandidaten, bei denen das auch nochmal passieren kann. Der erste, was die Möglichkeit wäre, wäre Chaos Emperor Dragon. Ist in Japan mittlerweile schon wieder erlaubt, sogar auf 3. Mit einem Errata-Text würde sich für Konami anbieten, den in den Premium Gold 3 zu reprinten mit Errata, dass er vielleicht mit der nächsten Liste auch bei uns wieder kommt. Also die Chance besteht. Bei dem denken wir, dass er eigentlich schon wirklich, da er in Japan draußen ist, dass er auch bei uns kommen wird. Mit dem Errata auf jeden Fall. Und wir haben noch ein paar andere Karten, wo wir vielleicht eventuell denken oder vielleicht eine Möglichkeit bestehen könnte, dass sie auch kommen könnten. Ja, die Leute haben ja auch niemals gedacht, dass so eine Karte wie Crush Card Virus, Ring of Destruction, Raigeki wiederkommen könnte. Raigeki zwar einfach so, aber andere Karten mit Errata. Genau. Und da würde sich die Möglichkeit anbieten, dass es ja vielleicht auch mal so kommen könnte. Da hätten wir ein paar Kandidaten jetzt dafür. Da beginnt der Tati mal. Also ich habe jetzt hier einmal den Brimak, von dem weiß man ja eigentlich, offizielle OTK-Karte gewesen, mit seinem Effekt, dass man zum Beispiel bei dem sagen könnte, man nutzt den Effekt nur noch einmal pro Runde, nicht jetzt so viel wie man will. Ja. Wer sonst zum Beispiel mit Mermaid zu stark, weil Mermaid triggern würde. Genau, also der vielleicht, wenn er wiederkommen würde, mit einmal pro Runde, das wäre schon mal ganz gut. Das nächste wäre, was auch viele niemals glauben würden, Sangan, vielleicht mit einem Errata, der sagt, man kann erst in der Endphase sich eine Karte auf die Hand suchen und das Ganze auch nur einmal pro Spiel. Ja. Würde ihn auch ein bisschen abschwächen, wäre eine Möglichkeit, was passieren könnte. Das nächste wäre natürlich die E-Dragons, die großen, die kleinen sind ja wieder erlaubt worden, aber ohne die großen können sie ja nichts. Dass man bei denen vielleicht sagt, dass man den Themendeck stärkt, dass man zum Beispiel sagt, dass man das Element entfernt und nicht den Drachen, also sprich... Einfach nur noch zweimal dasselbe Attribut, dass man nicht mehr gemischt, irgendein Wasser und irgendein Dragon oder einfach Dragons, so zwei Dragons. Wäre das wieder zu stark gewesen oder würde es zu stark sein? Wenn man nun das Element macht, sprich, dann könnten die jeweiligen Themendecks halt Feuer, Erde, Wind und Wasser halt eventuell noch ein bisschen gestärkt werden. Was auch noch ein Kandidat wäre, und zwar Royal Oppression in dem Fall, könnte zum Beispiel abgeändert werden in der Effekt kann auch nur einmal pro Runde genutzt werden und auch nur vom jeweiligen Turnplayer. Genau. Dass man nicht in der eigenen untergegnerischen Runde, so oft man will, interrupten kann, sondern einfach nur noch der Turnplayer kann einmal pro Runde eine Beschwörung. Dass man in der gegnerischen Runde in der eigenen Runde gegnerische externe Spezialbeschwörungen beispielsweise negieren kann. Genau. Gegen Cosmo und so weiter, aber das Ganze auch nur einmal eben, weil sie vorher zu stark war. Ja. Wie gesagt, es sind ja Karten mit Errata rausgekommen, wo man es nicht mehr gedacht hätte, dass sie jemals wieder von der Liste kommen. Ja, das wären vielleicht potenzielle Kandidaten, die eventuell vielleicht kommen könnten mit dem, also bei dem sowieso. Dann ist man eigentlich schon überzeugt, dass er kommen wird. Bei den anderen wäre es nicht schlecht, mal wieder ein bisschen die Bandlist zu entmüllen. Ja. Wäre eine Idee. Vielleicht passiert da was in der Hinsicht, man weiß es nicht. Man sieht es ja zum Beispiel auch am Crush Card Virus, der wird ja momentan gar nicht gespielt. Eben, den braucht man auch nicht. Crush Card wird nicht mehr gespielt, Ring of Destruction auch nicht mehr gespielt. Also, Sinister Serpent macht keinen Unterschied mehr, wurde nie mehr gespielt. Also, deswegen. Das wäre auf jeden Fall eine Idee von uns. Könnte passieren, dass sowas, dass sich da Premium Gold dafür anbietet. Genau. Dark Magician of Chaos haben wir auch schon. Ja. Könnte auch wieder von der Liste. Auch. Wäre nicht schlecht. Ja, das war's von uns, vielen Dank und hoffe, das Video hat euch gefallen. Zum nächsten Mal. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung.